Und damit willkommen zu einem weiteren Video von Tem. Ich bin Tem, du nicht. Das wird ein sehr kleines Video und wir sind wieder in unserer Multiplayer-Minecraft-Welt. Damals von den Aufnahmen und von Let's Show ist die gleiche Welt. Darum geht's jetzt aber nicht so sehr. Ich stehe vor einem kleinen Dilemma und zwar will ich Minecraft spielen. Ich will Minecraft aufnehmen. Ich habe ein Projekt vor. Und das kleine Problem ist, wie ihr seht, Shader laufen, da drüben wabbelt Wasser, hier wackelt alles schön und die Sonne tötet deine Augen, wenn du direkt reinguckst. Alles wunderbar. Trotzdem sind wir hier im Default Texture Pack, Resource Pack, wie auch immer. Warum? Ganz einfach, wenn ich auf Default spiele, dann kann ich hier rumrennen und ich bleibe relativ konstant auf 60 FPS. Es geht mal runter auf 58 oder so, aber es bleibt auf 60. Selbst wenn ich jetzt Vollgas gebe und über dem schlimmsten Gebiet überhaupt bin. Hier geht's runter auf 50, weil mein Lager voll gematscht ist mit Item Frames. Sollte ich vielleicht mal ändern. Hier gibt's kleine Spikes, das würde ich im neuen Projekt wahrscheinlich nicht machen, aber sonst relativ konstant mit Shadern 60 FPS. Auf Default Texturen. Wenn ich jetzt aber hübschere Texturen will, wie zum Beispiel Misa, weil das einzige Texture Pack ist, was ich so wirklich noch benutze. Specs Pure will ich da nicht unbedingt jetzt ranziehen. Dann ist das allein, wenn ich hier stehe, weit weg von irgendwas, was viel lädt, meines Erachtens, meines Wissens, auf 40. Und es gibt immer wieder Spikes, ich kann mal zurückfliegen. Es geht halt stark runter. Bleibt aber meistens, da seht ihr es, bei 30 oder drüber. Meistens. Pi mal Daumen hin oder her. Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage an euch, die Zuschauer, die dann vielleicht, ach mein Gesicht, ein Minecraft-Projekt sehen wollen. Hättet ihr lieber Misa, und dann kann ich einstellen, es soll auf 30 FPS bleiben, dann schwankt das so gut wie nicht. Dann bleibt es immer zwischen 28, 30, sowas. Oder wir stellen auf 60 und spielen dann halt Default. Weil es dann auch nicht schwankt. Ich bin sehr hin und her gerissen, weil einerseits finde ich Misa super sexy schön. Andererseits mag ich flüssiges Minecraft sehr. Ich will nicht sagen, was ich vorhabe aufzunehmen. Ich will nicht sagen, worum es geht. Ich will nur fragen, was guckt ihr lieber? 30 FPS mit geilem Texture Pack? Oder 60 FPS Default, ne? Wenn ihr super freundlich seid, hüpft in die Kommentare. Schreibt entweder einen wunderschönen Aussatz oder es würde reichen, Misa. Oder Default, je nachdem, was ihr lieber habt. Es steht zur Auswahl Misa 30 FPS oder Default 60. Ich habe schon alles, so gut ein Laie es kann, optimal eingestellt. Viel mehr ist aus meinem PC vermutlich nicht rauszuholen. Es ist wirklich nur die Frage Misa oder hier wunderschönes Default. Shader sind in beiden Fällen an. Funktioniert relativ konstant mit beidem. Aber halt 30 oder 60 FPS. Ich kann nicht sprechen, aber ihr könnt schreiben. Wie gesagt, bitte in die Kommentare schreiben. Was seht ihr lieber? Misa mit 30 FPS oder Default mit 60? Das wäre super nett. Ich kann mich selber nicht entscheiden, weil ich extrem entscheidungsschwach bin. Ich hoffe, ihr helft mir da. Terminus raus. Bis zum nächsten Mal.